Neun RF-Zähler, drei Spiele, 9 Punkte. Wie geil ist das denn? Was die Spieler dazu sagen, das zeigen wir euch jetzt. Moin Ramon. Ey. Drei Spiele, 9 Punkte und dann auch nicht gegen irgendwen, sondern ne, das ist... Was sagst du zum Spiel? Also ich bin überglücklich. Ich bin, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, also Spiel war überragend. Wir haben so wie die letzten zwei Spiele gegen vermeintliche Favoriten alles rausgehauen. Genau das, was wir auch angesprochen haben unter den ganzen Bedingungen momentan. Einfach die Variablen ausschalten, auf dem Platz füreinander da sein, Vollgas geben, sich reinknallen. Wenn Fehler passieren, wenn der Platz nicht gut ist, scheißegal, einfach einander helfen. Und ja, jetzt haben wir 3 Spiele, 3 Siege hintereinander in der Liga und so lässt sich, denke ich mal, besser in die Zwangspause gehen. Zwangspause, richtig, leider. Hast du das Gefühl, dass sich die Mannschaft jetzt wirklich gefunden hat? Es war ja am Anfang viel hin und her und viel Wechsel. Und hast du das Gefühl, dass sich die Mannschaft jetzt gefunden hat? Und wie siehst du deine Rolle in der Mannschaft? Ja, also ich räume es mal von hinten auf. Also meine Rolle in der Mannschaft, ich möchte einfach nur helfen. Auf dem Platz sowie neben dem Platz. Wir haben natürlich viele internationale Spieler. Das macht mir persönlich Spaß, weil ich ja vorher in den USA war. Deswegen in der Kommunikation, da sehe ich mich auch. Und das passt gut, macht Spaß mit den ganzen verschiedenen Kulturen. Und die nächste Frage, also wir haben uns schon gefunden. Gibt immer noch Sachen, die wir besser machen können. Aber wie gesagt, wir haben jetzt die Grundprinzipien drauf. Wir hauen uns füreinander rein und sind halt eklig im Konter, Nadelstiche und ja, ich denke mal, es ist für jeden Gegner schwer gegen uns jetzt. Und so kann es weitergehen. Okay, Kevin. First of all, congratulations to your goal, to your assist. You helped us a lot. What do you think about your free kick? For the free kick, because in training, many times I try to put the good shoot. And today, it go inside, I'm very happy. But the most important is the team win. This is the most important. Ja, also er sagt, dass der Freistoß nicht von irgendwie kommt. Also er übt das im Training immer. Dass natürlich heute klappt, ist er überglücklich. Aber das Wichtigste für ihn ist nicht, dass er ein Tor schießt oder einen Assist macht, sondern dass wir als Mannschaft gewinnen. Und wenn er uns dabei helfen kann, dann macht ihn das umso glücklicher. Und uns beim Rostock FC auch. Vielen Dank.